Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen und ich heiße euch herzlich willkommen zum neuen Rollenspielprojekt hier auf diesem Kanal. Tyranny möchte ich mit euch gemeinsam erleben. Ein Rollenspiel in der Tradition der klassischen isometrischen partybasierten Rollenspiele ist sehr gut vergleichbar mit Pillars of Eternity oder Pathfinder Kingmaker, hat aber seine Besonderheiten. Und ich gebe zu, dass ich das Spiel so ein bisschen links liegen gelassen habe in den letzten Jahren aus mir inzwischen unklaren Vorurteilen, denn nachdem ich mich jetzt in den letzten Wochen intensiver mit der Welt von Tyranny und dem Regelsystem beschäftigt habe, muss ich sagen, bin ich sehr, sehr, sehr angetan von dem, was ich hier gesehen habe und freue mich sehr auf dieses Spiel. Ich habe gesagt, ich habe mich damit beschäftigt, aber das heißt nicht, dass ich hier schon gespielt habe. Ich habe nur eine halbe Stunde oder so reingespielt, um alles mal ein bisschen kennenzulernen. Ich habe die Tutorials gelesen, sodass ich, glaube ich, das Regelwerk verstanden habe, aber die Geschichte kenne ich absolut nicht. Das ist also ein Blind Let's Play. Ich erlebe das hier gemeinsam mit euch das erste Mal. Bevor es losgeht, möchte ich ein paar Kleinigkeiten vorweg schieben, damit klar ist, was euch hier erwartet. Als erstes, ich verfolge wieder einen Rollenspielansatz. Ich muss das kurz erklären, weil es immer wieder Missverständnisse dazu gibt. Das heißt nicht, dass ich mich selbst spiele und hier quasi als ich in die Hauptfigur schlüpfe, dass die Entscheidungen, die ich treffe, meine Entscheidungen sind, so wie ich sie vielleicht im echten Leben auch treffen würde. Nein, Rollenspiel heißt in diesem Falle und für mich, dass ich mir eine Figur überlege, einen Charakter überlege mit einer bestimmten Hintergrundgeschichte, mit einer bestimmten Motivation, mit Eigenschaften. Das wird alles nicht zu festgefahren und bis ins Kleinste ausgefaltet sein, aber ich denke so weit, dass wir uns in dieser Welt bewegen können und aus der Rolle der Figur heraus, aus ihrer Motivation heraus die Entscheidung treffen werden. Das kann sich im Laufe der Geschichte auch noch verändern. Charaktere und Motivation verändern sich ja auch. Da muss man natürlich eine gewisse Offenheit zeigen, aber das ist der grundsätzliche Ansatz, den ich hier folgen werde. Und da muss ich gleich eine Sache ergänzen oder vorwegschieben. Bisher habe ich ja bei dieser Art von Spielen, wenn ich zurückdenke, zum Beispiel an Wally vom Stein oder Wayden von Funkelstein, eher doch, ja, ich sag mal, gutartigere, liebenswürdige Charaktere gespielt. Das wird hier diesmal anders sein. Ich werde also einen eher, ja, bösartigen, sehr egozentrischen Charakter spielen. Ich weiß, dass einige Zuschauer darauf ein bisschen empfindlich reagieren, aber dieses Spiel eignet sich meines Erachtens besonders gut mal für so einen Ansatz. Wenn ihr sowas nicht mögt, wenn ihr dadurch keine Identifikation aufbauen könnt, ja, dann könnte das ein bisschen schwierig werden, deswegen diese Warnung vorweg. Aber wartet vielleicht erstmal ab. Es wird natürlich nicht nur absolut irgendwie das ultimative Böse in ihm sein. Das werden wir gleich so ein bisschen entwickeln. Dann auch die nächste Warnung. Das Ganze ist mit viel, viel Text, viel, viel Lesen verbunden. Also neben den taktischen Kämpfen und den Entscheidungen, die wir treffen haben, geht es auch darum, in diese Welt einzutauchen. Ich werde viel lesen. Ich werde auch sehr detailliert mir die Nebengeschichten anschauen. Es wird wieder ein Slowplay im besten Sinne mit starkem Hörbuchcharakter, so würde ich das beschreiben. Ja, und zu allerletzt noch ein Hinweis. Ab und an soll es das geben, dass manche Leute Lust bekommen, selber zu spielen oder mit mir mitzuspielen oder vorweg zu spielen und zu schauen, wie ich das mache und sich das Spiel kaufen, falls ihr das wollt. Es gibt es auch bei meinem Keyshop-Partner Games Planet. Da bekommt ihr das, wenn der reguläre Preis gerade aktuell ist, 10% in der Regel günstiger als bei Steam. Oder ihr wartet noch ein bisschen, irgendein Sale, entweder auf Games Planet oder auf Steam kommt bestimmt, dann gibt es das inzwischen auch schon günstiger, denn das Spiel ist ja auch schon ein bisschen älter. Wenn ihr mich dann noch unterstützen wollt, dann nutzt ihr den Link in der Videobeschreibung oder im ersten Kommentar zu Games Planet. Alles klar, vielen Dank, soweit der Vorrede. Wir starten ein neues Spiel und müssen erstmal unsere Schwierigkeitsgrad-Einstellung treffen. Und ich habe mich tatsächlich diesmal entschieden, auf Schwierigkeitsgrad schwer zu spielen, allerdings ohne Expertenmodus, das heißt mit den Hilfsfunktionen, mit den grafischen, also dass wir sehen, wie weit die Zauber reichen und so weit und so weiter. Das heißt, auch die taktischen Kämpfe werden eine gewisse Herausforderung werden. Wir müssen also alle möglichen Hilfsmittel nutzen, Magie, Tränke oder was es da gibt. Mal sehen, ob es auch irgendwie ein Nahrungssystem gibt. Wir müssen also uns
stärken und können uns nicht nur auf den reinen Kampf verlassen. Und außerdem müssen wir den Kampf möglichst sorgfältig führen. Okay, das nehmen wir an. Und jetzt geht's gleich los. Die Hintergrundgeschichte wird erzählt. Ich halte erstmal die Klappe. For over 400 years, the armies of Kairos the Overlord have swept across the known world. All who stood against them fell before their might. Even the Archons, women and men of immense power, were forced to kneel, chained to the Overlord's will. Now Kairos's final conquest has come to our corner of the world, and two of the Overlord's armies compete for the honor of taking our lands. The elite disfavored, and the teeming horde of the Scarlet Chorus. The voices of Narrat, spymaster and Archon of Secrets, guides the fierce and undisciplined masses of the Scarlet Chorus. With each battle, the Scarlet Chorus grows stronger as the defeated are given a simple choice. Serve or die. Grave and Ash, Archon of War and the Overlord's most loyal general, leads the disfavored. Though small in number, Kairos's ironclad legion has never met true defeat in open battle. Watching over the two generals is Tunon, the Adjudicator, Archon of Justice, eldest of Kairos's minions. Tunon brings Kairos's laws to newly conquered lands, aided by the Fatebinders, judges and executioners of the Overlord's laws. You were among the youngest of the court of Fatebinders when Kairos's armies came to our lands. How could we have known that the fate of thousands would rest in your hands? Okay, und da sind wir. Das heißt, um das mal ganz kurz zusammenzufassen, Kairos, in gewisser Weise eine böse Macht, vermutlich ein Tyrann, der herrscht schon seit 400 Jahren und hat quasi die Welt erobert. Nur noch ein letzter kleiner Winkel, den gilt es zu erobern. Eine Macht, die also übermächtig ist und eine neue Ordnung geschaffen hat in dieser Welt. Und wir sind Diener dieser Macht und zwar kein unbedeutender, sondern schon ein wichtiger Vertreter, wie wir gesehen haben. Einer des wichtigsten Archonten der rechten Hand. Und wir sind entsandt worden, offensichtlich in dieses Gebiet. So, alles Weitere wird gleich erzählt. Jetzt müssen wir erstmal unseren Charakter erschaffen. Und ich spiele einen Mann. Wir können den Körperbau definieren. Ich werde mal Mittel gebauten Mann spielen, vielleicht etwas hellere Hautfarbe. Genau, im Nordreich, wo du geboren wurdest, genießen Männer den gleichen Schutz unter den Gesetzen des Oberherrn Kairos. In den Südlanden der Stufen, das ist das Gebiet, in dem wir jetzt reisen werden, dürfen nur Männer Schiffe besitzen oder Kapitäne sein, aber nur Frauen dürfen Land besitzen. Männer dürfen pachten. Aber das dauerhafte Eigentum des Landes in den Stufen wird immer an die älteste Tochter oder die Schwester weitervererbt. Die meisten Söhne beginnen mit etwa 15 Jahren im Beruf ihres Vaters zu arbeiten. Wer keinen Beruf und keine Felder besitzt, der kann in den Dienst eines der mächtigen Archonten des Oberherrn eintreten. Verbrecher, Obdachlose und andere werden oft in die Armeen der Archonten eingezogen. Wenn ein Kind keinen eigenen Weg finden kann, in der Schlacht findet es ihn. Lesen wir noch mal ein bisschen was zu Kairos. Das ist, glaube ich, wichtig. Kairos ist ein Name aus den Legenden. Über Jahrhunderte hinweg hat der Oberherr seine Macht konsolidiert und gewaltige Armeen ausgesandt, um ganze Reiche zu verschlingen. Kairos ist der mächtigste Mystiker, den die Welt je gesehen hat. Er kann Edikte wirken, magische Verkündungen, die Städte dem Erdboden gleichmachen, Seuchen verbreiten, das Land zerstören oder den Kreislauf der Jahreszeiten verändern. Also ein unfassbar mächtiger Mann, Magier, Herrscher. Die Archonten, die Meister der Magie,
in der gesamten bekannten Welt verneigen sich vor Kairos und der Oberherr löscht jeden Archonten aus, der sich verweigert. Diese Zauberinnen und Wahnsinnigen führen die Armeen des Oberherrn auf einem nahezu endlosen Eroberungsfeldzug an. Die Reiche der bekannten Welt fallen reihum vor dem Oberherrn. Die eroberten Gebiete werden unter den Archonten zur Verwaltung aufgeteilt. Der Oberherr kann in jeden Winkel von Terratus Leid und Schmerz bringen, ohne die Hauptstadt zu verlassen. Nur wenige haben den Oberherrn je mit eigenen Augen gesehen. Obwohl Kairos Name der bekannteste in der gesamten Welt ist, können nur die Archonten sagen, wie der Oberherr aussieht. Okay, gut, also die Entscheidung haben wir erstmal getroffen. Das ist schon Wahnsinn. In was für einer, man muss sich das mal vorstellen, 400 Jahre, das heißt, da gibt es kaum noch eine Erinnerung an irgendeine Zeit davor. Das ist schon sehr prägend. Okay. Jetzt wird es schon ein bisschen ernster. Jetzt geht es um unser Porträt und um unser konkretes Aussehen. Und ich wähle einen Charakter, der ja vielleicht ein bisschen eine Attitüde eines Schönlings hat. Wir kommen nachher noch zur Hintergrundgeschichte, will ich jetzt noch nicht so viel sagen. Und er soll magisch begabt sein. Und so soll er aussehen. Und jetzt müssen wir mal entsprechend auch sein Gesicht wählen, sein irgendwie passend. Bart muss natürlich auch dabei sein. Wir machen erstmal den Bart, um das. Also ich will das jetzt zum Porträt designen. Haben wir so einen Bart? Ja, das könnte es sein. In der richtigen Farbe kommt dem das sehr ähnlich. Okay, dann wechseln wir mal die Haarfarbe auf was für einen Ton? Ja, so einen gewissen dunkelblonden Ton stelle ich mir da vor. Und die Haare gibt es da. Ja, ist jetzt schwierig, da eine passende Frisur zu finden. Das hat was, ja. hat was so ein bisschen von Prince Charming. Und in die Richtung möchte ich zumindest vom Aussehen her auch gehen. Also, naja, also nicht nur vom Aussehen, auch so ein bisschen von der Attitüde. Das wird er sein. Das wird er sein. Das Gesicht, das passt nicht so. Das sieht zu grimmig aus. Das machen wir. Stimme, männlich adlig. Das passt schon mal sehr gut. Moment, höre ich keine Stimme. Habe ich das möglicherweise zu leise geschaltet? Okay. Da ich ja vorlese, sind die Stimmen im Hintergrund. Habe ich die Stimmen nur ganz leise im Hintergrund. Wollen wir eine Tätowierung wählen? Nee, das passt meines Erachtens nicht so sehr zu diesem Charakter. Dem enthalten wir uns. Das machen wir nicht. Okay, weiter geht's. Jetzt zu unserer Geschichte. Wie sind wir zu Kairos Armee gekommen? Und das ist jetzt ein wichtiger Punkt. Ich habe mir das alles angeschaut und ich entscheide mich für folgenden Hintergrund. Wir sind Adlige. Diesmal also keine Aufstiegsgeschichte, die ich erzählen will, sondern folgende. Als Kind adliger Eltern wurdest du von Geburt an auf eine Karriere als Anführer vorbereitet. Deine ganze Kindheit und Jugend über wurdest du im Lesen und Schreiben, in Geschichte, in der Kunst der Rhetorik und in anderen Belangen der Kultur und Staatsführung unterrichtet. Du hattest zwar Reichtum und Komfort, doch es wurde von dir erwartet, dass du schnell aufwächst und die ehrenvolle Aufgabe übernimmst, andere zu Wohlstand zu führen und im Krieg anzuleiten. Als deinen Eltern Abtrünnigkeit vorgeworfen wurde, wurdest du zum Gericht von Thunon, dem Archonten der Gerechtigkeit, gesandt, um die Taten deiner Familie zu verteidigen. Deine Eltern wurden für schuldig befunden. Ihre Strafe? Die Auflösung des verräterischen Hauses. Voller Eloquenz überzeugtest du das Gericht, dass du keine Kenntnis von den Taten deiner Familie hattest. Du handeltest dein bisher wichtigstes Abkommen aus. Du wurdest nicht für die Verbrechen deiner Familie bestraft und musstest dafür lediglich dem Archonten selbst die Lehnstreue schwören. Trotz der unfreiwilligen Einberufung machten deine Ausbildung und Klugheit dich zu einer wertvollen Ergänzung für den Kader der Vollstrecker des Archonten. Und solange du in seiner Gunst bleibst, darf deine Familie vielleicht weiterleben. Okay.
Also das ist unsere Hintergrundgeschichte und die finde ich ganz, ganz spannend, weil das erstmal einen sehr opportunistischen Zug trägt, dass man sich gewissermaßen von seiner Familie lossagt, distanziert, um selbst davon zu kommen. Das ist in ihm angelegt. So. Und ich glaube, ich stelle mir so vor, dass er ein Charakter ist, der nicht hundertprozentig überzeugt ist von dem ganzen System, aber ja, einfach in dieser Situation das Beste für sich rausholen will und vor allem an sich denkt. Das ist jetzt ein entscheidender Punkt. Also ein sehr, sehr selbstbezüglicher, selbstsüchtiger Mensch, in dem aber vielleicht auch ein Keim des Rachegedankens schwelt, vielleicht sozusagen gerade, weil er als Adliger eben diese Erziehung genossen hat, sich selbst auch als Anführer sieht und sich selbst in einer wichtigen großen Rolle sieht und vielleicht sozusagen auch ja ein Stück weit seine Familie wieder sozusagen diese Entehrung der Familie wieder aufheben oder rächen will, möglicherweise. Das könnte zumindest in ihm schlummern. Das ist noch nicht da. Das ist definitiv noch nicht da. Er ist in einer Phase, wo er sich noch bewähren muss, so stelle ich mir das vor. Ja, und insofern, also ein Opportunist, ein Wendehals, der die Situation ausnutzt und aufgestiegen ist in der Verwaltung von Kairos und Thunon und der dementsprechend die Sache auf jeden Fall auch gut machen will, die Aufträge, die ihm gegeben werden, auch gut erledigen will. Und was dann passiert, was damit passiert, das werden wir dann erstmal sehen. Aber das ist so die Grundanlage. Ansonsten schon selbstverliebt, eitel, intelligent, sehr, sehr gut reden können. Das ist so seine große Stärke. Leute bequatschen, sich aus Situationen rausquatschen und ein Verständnis von Magie dann auch noch. Das war, so stelle ich es mir vor, Teil auch seiner Ausbildung. Alles andere wurde ja auch schon erwähnt. Reichtum, Komfort, Kenntnis in Geschichte und so weiter. Lasst uns noch was von Thunon lesen. Thunon, der Richter, ist der Archont der Gerechtigkeit. Herrscher über die eroberten Reiche und Schiedsrichter über alle Dispute. Als Ältester der Archonten, die mit der Eroberung der Stufen betraut wurden, spricht Thunon mit Kairos Autorität. Sein wahres Aussehen bleibt hinter einer Eisenmaske verborgen, dem Gesicht des Urteils. Thunon ist eine unparteiische, nüchterne Kreatur, besessen von Gerechtigkeit und Ordnung. Es wird zwar vermutet, dass Thunon ein mächtiger Kämpfer ist, doch er verlässt seinen Thronsaal nur selten. Sein Gericht von Schicksalsbindern dient ihm als Augen und Ohren, sowie als Richter, Geschworen und Henker. Das ist unser Boss gewissermaßen, unser oberster Boss, unser direkter Boss, gar nicht Kairos. Und wir sind ebenso ein Schicksalsbinder, das heißt, wir sind Richter, Geschworener und Henker in einem. Das ist die Rolle, die wir hier einnehmen. Wir machen weiter. Jetzt geht es um primäre Kompetenzen, was wir dort auswählen. Als einer von Thunons Schicksalsbindern wurdest du in den Künsten des Krieges und der Magie sowie in den unerschöpflichen Tiefen von Kairos Gesetz ausgebildet. Im gesamten Nordreich gibt es keine bessere Ausbildung als die eines Schicksalsbinders. Wer diesen Titel trägt, von dem wird erwartet, dass er Anweisungen verlesen und die Regeln und Bräuche der Reiche verstehen kann, in denen er operiert. Das Lesen, Schreiben und Rechnen sind Fähigkeiten, die auf Terratos von wenigen beherrscht werden. Für die Umsetzung der Gesetze sind sie jedoch unabdingbar. Subtilere Talente wie die Rhetorik oder Taktik werden unter Thunons Führung mit der Zeit und der Erfahrung geschult. So, wir wollen Zauberer sein. Das sind sozusagen definiert unsere Anfangsfertigkeiten. Ansonsten ist es ein offenes System, das heißt, es gibt keine starren Klassen, sondern die Skills, Attribute, die man verwendet, die verbessern sich. So ähnlich, wie wir das aus Skyrim kennen oder so. Ich werde aber, glaube ich, als Hauptweg Atropie-Zauber nehmen. Atropie-Magie entzieht dem Feind Skills und Attribute, um seine Angriffe zu schwächen und es leichter machen, ihn zu töten. Ja, also nicht so ein reiner Elementarzauberer, sondern einer, der noch so ein bisschen indirekter agiert. Das passt vielleicht auch zu seinen subtilen rhetorischen Möglichkeiten und verfeinerten Möglichkeiten. Also starten wir damit. Er startet mit einem Zauber Berührung der Atropie.
wo Gegner 3 Stärke und Vitalität verlieren. Allerdings auf Reichweite 2 Meter. Im Moment anwendbar. Und das bringt uns verbesserte Skills im Bereich Atropie beherrschen und Wissen. Ja, genau, hier sehen wir es. Plus 2 Magierstab, plus 3 Ausweichen, plus 5 Wissen bekommen wir dadurch. Jo, okay, das ist das Erste. Und das Zweite ist, ja, man könnte jetzt in Richtung Kampfmagier gehen und noch eine Waffe wählen, aber das wähle ich mal nicht. Ich wähle jetzt als Zweites tatsächlich, um noch ein bisschen stärker vielleicht dann auch Schaden zu machen, noch einen Elementarzauber, nämlich Frostzauber. Die Frostmagie ist eine offensive Schule, die sich darauf konzentriert, Feinde zu verlangsamen und ihnen Kälteschaden zuzufügen. Quatsch. Ja, genau. Entschuldigt. Ich sehe aber hier Berührung der Atropie. Das ist noch das Falsche. Wir kriegen dann Frostgriff. Die Beschreibung ist die richtige. Hier unten steht der Frostgriff. Alles klar. Ja, der macht einfach einen Frostangriff, auch auf 2 Meter. Eingefroren für 12 Sekunden. Ja, was das bedeutet, können wir uns hier angucken. Bewegungsgeschwindigkeit wird reduziert und Animationsgeschwindigkeit und Schmetterrüstung wird reduziert. Machen wir das als Nummer 2. So, jetzt müssen wir unsere Charakterfarben vergeben und ich würde sagen, mir gefällt... Ah, okay. Charakterfarben und Bannergestaltung, beides. Machen wir mal als Farbe. Entweder, wie sieht das aus? Ne, wir machen das mit Rot auf Gold. Gold auf Rot, so rum. Ein bisschen prägnanter. Dann eher Gelb auf Rot. Ist das Rot gut? Nehmen wir ein dunkleres Rot? Wir nehmen ein bisschen ein dunkleres Rot, das passt. So, und jetzt ein Zeichen, das eines Adligen würdig ist. Das sieht alles so ein bisschen stammesmäßig aus. Das finde ich ganz interessant, diese Ringe. Ohne jetzt eine Bedeutung zu haben, sieht das irgendwie so ein bisschen mystischer aus, rätselhafter aus. Nehmen wir diese 3 Ringe. Okay. Und die Farben hier passen wir, glaube ich, entsprechend den anderen Farben an. Und nehmen dann auch hier Rot und Gold. Gut, einen Namen müssen wir geben. Und ich nenne ihn Waldur von Dunkelstein. So heißt seine Familie. Und nein, das N passt nicht rein. Ernsthaft? Dann muss ich es leider so abkürzen. Ja, das geht auch. Das kann man machen. Okay, wir müssen unsere Attributpunkte vergeben. Das sind die 6 Attribute des Spiels. Ich werde später noch ein bisschen auf die Regeln eingehen. Für uns ist klar, Verstand und Entschlossenheit ist wichtig. Schnelligkeit finde ich auch nicht ganz so unwichtig, weil das reduziert die Abklingzeit von Fähigkeiten und Zaubern. Abklingzeit ist das wesentliche Konzept hier, was Zaubernfähigkeit betrifft, anders als in anderen ähnlichen Spielen. Verstand führt dazu, Zauberstärke und Magieverteidigung zu erhöhen. Wird sicher auch in Dialogen noch eine Rolle spielen. Entschlossenheit ist Basis für die Verteidigungswürfe, Ausdauer, Wille und Magie. Und erhöht die Dauer von Beeinträchtigungen, die durch deinen Charakter verursacht werden. Das ist für uns ja auch relativ wichtig. Ich würde mal sagen, wir gehen mal in diesem Bereich auf 3. Hier auf 4. Jetzt haben wir noch einen Punkt, den investieren wir in Schnelligkeit. Oder machen wir es so. Ich würde sagen, Schnelligkeit ist kein unwichtiger Wert. Wir machen es so. Ja. Okay. Dann gehen wir weiter und wir müssen Skills verteilen. Waffenskills, Magieskills und Unterstützungsskills gibt es. Wir beherrschen diese. Für uns jetzt entscheidend Magierstab. 20 Punkte können wir verteilen. Dann mit Sicherheit auch die beiden Magie-Skills. Und hier müssen wir gucken, was wir nehmen. Parieren ist Nahkampf. Das brauchen wir, glaube ich, nicht so stark steigern. Dann haben wir einen Fehler gemacht, wenn er jetzt häufig im Nahkampf ist. Wissen ist noch interessant. List finde ich auch ganz gut. Ja, obwohl, das ist was für versteckte Fallen und Mechanismen.
Außerdem bestimmt ein Gespräch und deine Fähigkeit, den Gesprächspartner zu überlisten. Das wiederum finde ich sehr wichtig. Okay, verteilen wir das jetzt mal irgendwie sinnvoll. Bei der List gehe ich tatsächlich auf 30. Hier gehe ich auch auf 30. Wissen ist schon sehr hoch, das lasse ich mal bei 37. Jetzt haben wir noch 11 zu verteilen. Magierstab definitiv auf 30. Dann hier investieren wir nur ein bisschen und ich würde sagen, das gehen wir auch mal auf 30. Den Rest geben wir dann in den Bereich Magierstab. Oder vielleicht noch stärker im Bereich Wissen, doch. Dieser Skill ist entscheidend für Magienutzer, um neue Runen zur Stärkung ihrer Zauber zu lernen. Ja, das machen wir mal. Wir sind schon sehr, sehr gebildet. Okay, dann haben wir die Sache festgelegt. Und jetzt kommen wir zu einer ganz, ganz interessanten und wichtigen Angelegenheit, zu der ersten Phase dieses Spiels. Denn wir erleben jetzt die Vorgeschichte detaillierter, viel detaillierter. Wir können sie teilweise mitentscheiden. Es geht um die Eroberung dieses Landes. Was ist bisher passiert? Damit beginnen wir jetzt. Die ganze Welt ist an Kairos gefallen und nun richtet der Oberherr seinen Blick auf die Stufen. Unsere Heimat, also die Heimat der Erzählerin, den letzten Winkel der Welt, der noch frei von Kairos Herrschaft ist. Zwei Armeen, die Geschmähten und der Scharlachrote Chor, marschieren südwärts. Sie kommen aus dem Nordreich, dem letzten Reich, das an Kairos gefallen ist, vor 100 Jahren. In den frühen Tagen des Jahres 428 treffen Kairos Armeen an den Toren des Urteils ein, dem Grenzgebirge, das mein Stufenvolk so lange Zeit für unüberwindbar hielt. Die verschiedenen Anführer der Stufen sind nicht in der Lage, sich auf einen gemeinsamen Verteidigungsplan zu einigen. Sie sitzen untätig herum und warten darauf, dass die jeweils anderen sich um die Invasoren kümmern, bis es zu spät ist. Okay, genau. Jetzt erklärt uns das Tutorial, was jetzt hier bald kommt, dass wir jetzt wichtige Entscheidungen zu treffen haben, die Folgen haben werden. Also Folgen nicht nur für einige Dinge jetzt der Vorgeschichte, die wir mitnehmen gewissermaßen, vielleicht noch die eine oder andere Eigenschaft, sondern Folgen für die Handlung im weiteren Verlauf. Was das genau heißt, weiß ich natürlich nicht, wie gesagt. Das ist alles für mich blind. Den Part, den habe ich kurz zumindest überschaut, ohne die Details mehr angeschaut zu haben. Also jetzt geht es aber um die Details. Wir beginnen mit der Bastardstadt. Die Bastardstadt befindet sich an der Nordgrenze zwischen Kairos Reich und den Stufen, erbaut an einem natürlichen Hafen. An der Kreuzung zwischen den Reichen war die Stadt ein Knotenpunkt des Handels. Für die Stufen war sie das Zentrum allen Reichtums. Für die Nordländer war sie kaum mehr als ein entlegener kleiner Handelsposten. Ihr symbolischer Status als Tor zum Kontinent machte sie zu einem naheliegenden ersten Ziel von Kairos militärischer Eroberung. Die Umstände waren ideal, um deinen Wert als Soldat in Kairos Armeen zu beweisen. Diese Stadt zu erobern, würde eine Botschaft an den Rest der Stufen senden. Kairos Wille ist unbezwingbar. Gut, über die Bastardstadt haben wir ja jetzt quasi hier schon was gelernt. Das brauchen wir nicht lesen. So, jetzt geht es um die ersten Entscheidungen. Wir müssen ein Symbol wählen. Entweder die Stufen infiltrieren. Beide Armeen schickten ihre Truppen, um den Weg zu ebnen. Oder Tore des Urteils. Im ersten großen Gefecht des Krieges überquerten Kairos Armeen die Berge und fassten Fuß auf der anderen Seite. Ich finde, zu uns passt erstmal infiltrieren besser. Die Geschichte sollte sich an die Tore des Urteils als Ort der ersten Schlacht der Eroberung erinnern. Der wahre Kampf wurde jedoch mit Vorhuteinheiten beider Armeen geführt, die sich für den kommenden Krieg rüsteten. Die Geschmähten und der Scharlachrote Chor hatten jeweils einen Plan, wie sie die Hauptstadt infiltrieren wollten. Welche Armee hast du dich angeschlossen? Okay, jetzt müssen wir uns erstmal für eine Seite entscheiden. Wir haben über die zwei verschiedenen Armeen im Intro ein bisschen was gehört. Ich finde, zu unserem Charakter, zu jemandem, der sich so versucht,
der nicht so hundertprozentig überzeugt ist von diesem ganzen, von dieser ganzen Ideologie vielleicht. Gibt es eine Ideologie, das werden wir noch erfahren, der sich so ein bisschen durchwursteln will, der auf sein eigenes, Auskommen vor allem es absieht. Ich glaube, der hat mehr Chancen in der chaotischen Seite. Da gibt es, glaube ich, mehr Bewegung, mehr Möglichkeiten, irgendwie durchzukommen, zu profitieren und so weiter, als in dieser disziplinierten Truppe. Da sehe ich ihn eher nicht. Also, gemeinsam mit dem scharlachroten Chor plünderst du Dörfer und kleine Städte und rekrutierst jeden gesunden Mann und jede gesunde Frau für die Armee. Nerats Stimmen, das ist der Anführer, betonte wie lohnend Rekrutierung und Versklavung gegenüber hemmungslosem Blutvergießen sind. Seine Soldaten mussten offenbar daran erinnert werden. Nerats Stimmen ist in seiner offiziellen Funktion als Archont der Geheimnisse bekannt. Er ist zugleich in Teilen Genie und Wahnsinniger. Gerüchten zufolge kann er anderen den Verstand stehlen, doch kaum jemand oder niemand ist noch am Leben, der das bestätigen könnte. Wer von ihm verhört wird, wird nie wieder gesehen, und der Archont kann mit erstaunlicher Klarheit die Erinnerung seiner Opfer wiedergeben. Er ist der unbeständige Anführer des scharlachroten Chors. Er schwankt zwischen der Befehligung der Vorhut und der Delegierung seiner Armeen in Abwesenheit. Trotz seiner seltsamen Methoden bezweifelt niemand, dass Nerats Stimmen ein hervorragender Stratege ist. Es wird sogar gemutmaßt, dass sein Wahnsinn darin begründet liegt, dass er seinen Feinden hunderte, vielleicht tausende von Schritten voraus ist. Okay, weiter geht's. Die heulenden Mobs des scharlachroten Chors fanden in den Dörfern und Grenzstädten leichte Beute. Mit einer erfahrenen Bande aus blutrünstigen Soldaten plündertest du die ungeschützten Siedlungen. Die unschuldigen Bewohner triebt ihr für gnadenlose Rekrutierungsriten zusammen. Die Jungen und Kranken bekamen zusammen geschusterte Waffen, und an allen, die sich deinen Truppen widersetzten, wurden Exempel statuiert. Mit frischen Rekruten gestärkt bereitete deine Armee sich auf die bevorstehende Invasion vor. Okay, jetzt kommen wir in die zweite Phase. Wie wir diese Stadt jetzt angehen. Agent im Inneren, du fandest einen Verbündeten in der Stadt, der dir helfen sollte, den Weg zu ebnen. Oder das Feuer eindämmen. Die Feuermagier der Bastardstadt bedrohten die erste Phase der Eroberung. Kairos Truppen bereiteten ihrer ungezügelten Macht ein Ende. Das ist beides eigentlich ganz interessant. Ich guck mal kurz auf die Details. Okay. Da geht es darum, wie wir sie überlistet haben. Ich finde das mit dem Agent im Inneren ganz gut. Also nachdem die Grenzgarnison von deinen Verbündeten, von den Geschmähten eingenommen war, reistest du Kairos Armeen voraus und lauertest in den Schatten der Bastardstadt. Du schmiedetest den Plan, einen der Einheimischen auf Kairos Seite zu ziehen, um dir zu helfen, die Stadt in die Knie zu zwingen. Korruption beginnt nun mal von innen. Auch hier jetzt wieder der Weg, aber hier gibt es zwei verschiedene Wege. Die haben von den Symbolen her offenbar was mit den Armeen zu tun. Ich will auch nicht ganz so eindeutig auf der einen Seite sein. Es ist nie gut, glaube ich, für so einen Charakter wie unser einer ist, sich so komplett festzulegen. Schauen wir mal, was die Optionen sind. Wir können hier mit einem Schmuggler agieren oder einem verbitterten Hauptmann. Ja, nee, wir nehmen aber trotzdem das mit dem Schmuggler. Du kamst zu einer Übereinkunft mit einem Schmuggler mit besten Verbindungen, der wusste, wie man Agenten des scharlachroten Chors in die Stadt einschleusen konnte. Die Männer des scharlachroten Chors waren bessere Agenten als Soldaten, und für diese Arbeit war etwas Raffinesse erforderlich. Nachdem er seine Bezahlung erhalten hatte, legte der Schmuggler einen längst vergessenen Tunnel frei, der zur Kanalisation der Bastardstadt führte. Bewaffnet mit Karten der unterirdischen Wege bereiteten deine Verbündeten vom scharlachroten Chor sich aus, um unbemerkt verschiedene Stadtviertel zu besetzen. In den nächsten Wochen ermordeten sie wichtige Beamte und sabotierten die Verteidigung der Stadt. Sie schwächten die Hauptstadt der Stufen direkt unter den Augen ihrer Anführer. Okay. Dank deiner Infiltrationstaktik
warst du vor den Armeen in der Bastardstadt. Deine Arbeit schwächte die Verteidigung der Stadt vor der Ankunft von Kairos Truppen. Du betrachtetest jedoch nach einer entscheidenden Geste, die deinen Verbündeten einen echten Vorteil verschaffen würde. Wie hast du den Fall der Bastardstadt unterstützt? Okay, jetzt gibt es hier drei Möglichkeiten. Entweder durch Attentate Furcht verbreiten. Das gibt uns eine Fähigkeit. Verdeckende Schatten. Einmal pro Begegnung. Abwehr von leichten Treffern. Okay, wir verlieren an Genauigkeit. Ah, okay, wir können einmal pro Begegnung uns schwer treffbar machen, aber auch nicht gut treffen. Ein Aufstand anzetteln. Da bekommen wir noch Feuermagie dazu. Verrat der Bastardstadt. Rast des Kriegers. Ein ehrenvoller Kampf mit dem Kommandanten, das passt auch inhaltlich nicht. Ja, die ersten beiden Optionen sind beide irgendwie ganz interessant. Zusätzlich zu unserer Eismagie noch Feuer zu Magie zu haben, finde ich allerdings auch faszinierend. Ich glaube, ich gehe den Weg. Indem du Kairos Botschaft verbreitetest, konntest du die Armen und Enttäuschten überzeugen, sich einer verborgenen Armee des Scharlachroten Korps anzuschließen. Nachdem der Staub sich gelegt hatte, wollte die Armee ihre Reihen mit diesen Schläferzellen stärken. Ja, und wir bekommen sengende Hand, auch 2 Meter. Das ist das Gleiche, was wir mit dem Frost hatten. Nehmen wir das. Es war einfach, die unterste Schicht der Bastardstadt zu überzeugen, dass Kairos die überlegene Macht war. Du gabst ihnen Waffen und vereinbartest ein Signal, das du zur rechten Zeit geben würdest. Als die Armeen vor den Mauern erschienen, entzündest du den Funken, der ihren Zorn zu einem gewalttätigen Aufstand entfachte. Das Chaos, das sie in Kairos Namen verbreiteten, schwächte die Stadt derart, dass ihr unweigerlicher Fall eine reine Formalität war. Und das war die Geschichte der Eroberung der Bastardstadt. Okay. Eine neue Normalität kehrte in der Bastardstadt ein. An jedem hohen Bauwerk prangte Kairos Banner. Dein Name wurde allerorts geflüstert und dir wurde eine große Karriere vorausgesagt. Die Armeen teilten sich in 2 Fronten und zogen nach Süden. Tunon ließ Kunde senden, dass du dich zur nächsten neuen Grenze von Kairos Eroberung begeben sollst, entweder als Richter und Aufseher der Siedlung Letheans Kreuzung oder als Kriegsberater der Armeen, die in das Reich Apex vorrücken. Ich finde, Kriegsberater passt zu uns nicht. Ich glaube, ich nehme die Sache mit Letheans Kreuzung. Eisenvorkommen machten die Siedlung Letheans Kreuzung zu einem strategisch wichtigen Ort. Kairos sandte die eisengebundenen Magierschmiede mit außergewöhnlichen Fähigkeiten, um für eine konstante Produktion an Waffen zu sorgen. Tunon sandte einen seiner Schicksalsbinder, um sicherzustellen, dass Kairos Gesetz durchgesetzt wurde. Eisen ist hier sehr selten und wertvoll in dieser Welt. Wir sind gewissermaßen in so einer Art Bronzezeit. Wählen wir das. Finde ich gut. Okay, das ist die nächste Geschichte, die uns hier widerfährt im Jahr 429, Jahr 2 von Kairos Eroberung. Letheans Kreuzung. Vor vielen Jahren gründete Lethean die Kühne, eine kleine Handelsstadt an der Kreuzung antiker Altmauern. Ein Pakt zwischen den Siedlern und einer Söldnertruppe bedeutete, dass Karawanen ohne Furcht vor Banditen oder Geistern reisen konnten. Die Stadt blühte in bescheidener Bedeutungslosigkeit auf. Letheans Kreuzung zog Kairos Aufmerksamkeit auf sich, weil es in den umliegenden Hügeln Eisenvorkommen gab. Nachdem die Region unter Kairos Kontrolle war, konnten die Magierschmiede des Nordens Werkstätten einrichten, um Erz zu raffinieren und die Geschmähten mit den besten Waffen der bekannten Welt auszurüsten. Der Archont der Geheimnisse beseitigte mit einem großzügigen Schmiergeld die Unterstützung durch die Söldner und konnte die Kreuzung so in einem blutlosen Sieg einnehmen. Tunon schickte dich aus, mit Kairos Truppen loszuziehen und Ordnung in die Region zu bringen. Also diesmal keine Eroberung. Was steht hier an? Das Eisen muss fließen. Wir ersinnen eine kluge Lösung, um die Produktion zu verbessern. Oder
Sirins Kult, die Archontin der Lieder, bezirzte mit ihrer Kraft einen geschmähten Soldaten. Das klingt irgendwie nach einer interessanten Geschichte, die eher zu uns passt. Sirin, die Archontin der Lieder, nutzte ihre arkane Bezauberung, um Einheimische in Kairos Armee zu locken. Als Patronin des Scharlachroten Korps waren ihre Bemühungen entscheidend für die Rekrutierung neuer Soldaten. Als ein verzauberter, geschmähten Soldat sich ihrem Kult anschloss, fürchtete seine Kompanie, dass die Archontin außer Kontrolle geraten war und man sie aufhalten müsse. Okay, jetzt kommen wir zu Konflikten zwischen diesen beiden Armeen. So. Gut, hier müssen wir uns wieder entscheiden. Tradition des Chors oder der Geschmähten. Ja, auch wenn ich, wie gesagt, vorhin gesagt habe, dass ich mich gar nicht so eindeutig auf eine Seite stelle, gefällt mir auch hier eigentlich der Scharlachrote Chor ganz gut. Gemäß alter Tradition des Scharlachroten Chors schicktest du die neuesten Kultanhänger während des Apex-Feldzugs an die Front. Wer überlebte, der durfte gerne Kairos Militär bleiben und seine Leistung wurde als Nachweis für Sirins Effektivität dienen. Der Scharlachrote Chor stimmte zu, Sirins neueste Rekruten während des Apex-Feldzugs an die Front zu schicken. Deine Lösung passte zu ihrem traditionellen Rekrutierungsmodell, weshalb sie sie als gute Alternative ansahen. In den folgenden Wochen kehrten mehr von ihnen in den aktiven Dienst zurück, als es selbst Sirin erwartet hätte, vermutlich wegen ihrer obsessiven Hingabe gegenüber der Archontin und ihrer bezaubernden Musik. Okay, das scheint zumindest für uns erfolgreich ausgegangen zu sein. Was nun? Ein roter Ambus? Ein eisengebundener Magier schwor dem Scharlachroten Chor die Treue, was zu Unfriede zwischen den Armeen führte? Oder uralte Strom? Wer beschützt die Stadt vor den Angriffen arkaner Räuber? Was hat es damit auf sich? Okay, da geht es um direkten Schutz. Hier. Nee, wir machen mal das hier. Kümmern wir uns mal darum. Uralte Drohnung. Also von der arkanen Energie der Essen angezogen, begannen mystische Räuber aus den nahegelegenen Altmauern Lefians Kreuzung zu allen Tages- und Nachtzeiten zu überfallen. Beide von Kairos Armeen sparten sich ihre Stärke für die Kriegsfront auf, doch die Stadt musste beschützt werden. Du musstest die Verantwortung irgendwie delegieren. Okay, was machen wir? Da die Geschmähten das meiste Eisen verwendeten, war es ihre Aufgabe, die Stadt zu bewachen. Der Scharlachrote Chor durfte sich ein wenig ausruhen. Oder soll der Scharlachrote Chor das erledigen? Nö, soll der sich mal ausruhen? Können die Geschmähten sich darum kümmern? Die Geschmähten waren zwar nicht begeistert von deiner Entscheidung, konnten jedoch nichts gegen deine Argumentation vorbringen. Sie versammelten sich in den Straßen von Lefians Kreuzung und patrouillierten Tag und Nacht. Kurz, sie zeigten beeindruckende Stärke und Präsenz. Es gelang ihnen, mehrere Attacken der Angreifer in Vierteln zurückzuschlagen, die andernfalls schweren Schaden erlitten hätten. Obwohl sie Gutes tun konnten, verabscheuten die Geschmähten dich dafür, dass du sie davon abhieltest, gegen ihren wahren Feind in den Stufen zu kämpfen. Wer hat die Kreuzung kontrolliert? Es kam zu einer Tragödie, als ein von Nerats Stimmen angeheuerter Söldner einen Handwerksmeister, der eisengebunden, verwundete und arbeitsunfähig machte. Tunon befahl den Söldnern, die Kontrolle über die Stadt den verantwortungsvolleren Dienern von Kairos zu übergeben. Nur eine kleine Garnison durfte zurückbleiben, während die Armeen an die Front zurückkehrten. Als zwischen den Geschmähten und dem Scharlachroten Chor immer mehr Spannung und Feindseligkeit auftraten, entschied Tunon, dass nur eine Gruppierung die Kontrolle über die Kreuzung haben sollte. Wer? Ich würde sagen, jetzt geben wir das mal den Geschmähten. Weil für sowas wie Ordnung aufrechterhalten auf Dauer passt das irgendwie besser. Vielleicht finden die das ja auch gut, wenn wir das machen. Vielleicht kriegen wir bei denen auch ein paar Sympathiepunkte durch diese Aktion. Machen wir das mal. Die Geschmähten stationierten eine bescheidene Garnison in der Siedlung Lefians Kreuzung.
Die Einheit war zwar größer, als es für die Wahrung der Ordnung in der kleinen Siedlung nötig gewesen wäre, doch die wahre Aufgabe des Verteidigungstrupps war es, die Schmiede der Eisengebundenen zu beschützen. Diese magischen Handwerksmeister waren es nämlich, welche die Invasionstruppen der Geschmähten mit Waffen und Rüstungen aus Eisen versorgten. Die Bürger von Lefians Kreuzung waren erleichtert über die Abreise des Scharlachroten Korps und sahen die Alternative als das kleinere von zwei Übeln. Graven Ash ließ ihr mitteilen, dass er dir für deine Entscheidung dankte. Die Eisengebundenen und ihre Waffen konnte man Nerats Stimmen nicht anvertrauen. Ah, scheint mir keine schlechte Entscheidung gewesen zu sein. Okay, weiter. Damit ist die Sache auch geklärt. Jetzt müssen wir uns wieder entscheiden, wo es weitergehen soll. Nachdem die Söldner verstoßen waren und Lefians Kreuzung unter neuer Führung stand, haben Kairas Truppen sich selbst dazu beglückwünscht, Ordnung in die Siedlung gebracht und einen produktiven Ressourcenstrom gewährleistet zu haben. Während dieser Ablenkung ist die Armeefront weiter in die Stufen vorgerückt. Deine Fähigkeiten wurden im Reich Azur, im unbeugsamen Land oder bei der Vellum-Zitadelle benötigt. Okay, da müssen wir uns ein bisschen informieren. Azur. Kairos. Wir wissen nichts über Azur. Das unbeugsame Land. Seine leicht zu verteidigende Lage und seine militärische Tradition machten das unbeugsame Land zum formidabelsten Reich. Die Vellum-Zitadelle. Kairos erobernder Blick fiel auf die Vellum-Zitadelle. Ihre Schätze, ihr Wissen, ihre Geheimnisse. Das klingt interessant für uns. Ich glaube, ich nehme das mal. Da kann man was lernen. Neues. Ja, 3 von Kairos. Eroberung. Okay, die Zitadelle. Die Vellum-Zitadelle war ein Archiv, eine Bibliothek von gewaltigen Ausmaßen. Ihre Bewohner waren bekannt als die Schule von Tinte und Feder, ein Zirkel von Magiern, der viele Jahrhunderte zuvor diese Bergzuflucht geschaffen hatte. In einem Gebiet, das von anderen großen Reichen noch nicht besiedelt worden war. Der Legende zufolge beherbergte die Zitadelle einen wahren Schatz an arkanem Wissen. Die Spione des Oberherrn infiltrierten die Schule und bestätigten diese Gerüchte. Die Zeit war reif, einen Trupp zu der großen Bibliotheksfestung zu schicken und die Gelehrten zu zwingen, sich Kairos zu unterwerfen. Okay. Was tun wir? Was können wir tun? Lied der Umgarnung? Oder Befehlskette, eine friedliche Kapitulation wurde plötzlich blutig. Nee, wir bleiben mal bei diesem Weg hier. Sirin, die Archontin der Lieder, nutzte ihre Kräfte, um feindliche Magier zu bezaubern, die sich hinter den Mauern der Zitadelle verschanzt hatten. Nachdem Kairos Truppen die arkanen Wirker zusammengetrieben hatten, begannen die Geschmähten, die neuen Gefangenen hinzurichten. Ehe sie gefährliches Wissen mit dem Scharlachroten Korps teilen konnten, was nach Kairos Gesetz ein Verbrechen gewesen wäre. Das Teilen des Wissens? Okay, hier können wir die Geschmähten bestrafen. Oder einen Kompromiss schließen. Ich finde, Kompromiss ist für unseren Mann das Beste. Ja. Du konntest die Geschmähten durch einen Kompromiss beruhigen. Die Münder der Weisen wurden mit eisernen Maulkörben verschlossen, sodass sie ihr verbotenes Wissen nicht aussprechen konnten. Während die Geschmähten den Weisen ihre Masken der Stille aufsetzten, kritisierte der Scharlachrote Korps deine Entscheidung, weil du in seinen Augen wertvolle Informationen des Feindes vergeudetest. Du erteiltest den Soldaten eine eindringliche Lektion über Kairos Gesetze und den Umgang mit verbotenem Wissen. Dennoch wurde weiter leise geflüstert, dass die Eroberung falsch gehandhabt werde. Ja, wie gesagt, wir wollen uns, glaube ich, auch so ein bisschen zwischen den Lagern so ein bisschen nicht uns mit einer Seite komplett verfeinden. Vorerst zumindest nicht. Befehlsrecht, Sirin kombiniert Lieder der Stärke. Agenten des Meisterspions. Ja, das machen wir mal. Eine Gruppe feindlicher Magier ergab sich den Geschmähten. Sie sagten, sie seien Spione, die Nerats Stimmen treu ergeben sei. Niemand in der Armee konnte ihre Behauptung bestätigen. Die Geschmähten machten sich bereit, die Magier zu verhören, doch der Scharlachrote Korps protestierte. Er verlangte, dass die Gefangenen in seine Obhut übergeben werden sollten. Sie konnten nicht riskieren, dass die Geheimnisse von Nerats Stimmen in falsche Hände fielen. Das allerdings sehe ich auch so.
Du ignoriertest die Drohung der Geschmähten und erinnerst sie eindringlich daran, dass sie auf Kairos Befehle hin marschierten, nicht auf ihre eigenen Launen hin. Die Magier wurden in die Obhut des Scharlachroten Chors übergeben. Ja, das machen wir so. Der Scharlachrote Chor nahm die Magier dankbar entgegen. Nachdem du sie in Zelten und außer Hörweite in Sicherheit gebracht hattest, kam es wohl zu einem Gespräch oder Verhör. Als du den Scharlachroten Chor am nächsten Tag danach fragtest, gab er zu, die Magier mit einer Eskorte zu Nerats Stimmen geschickt zu haben, im Schutze der Dunkelheit und ohne ordnungsgemäße Befugnis. Du tadelstest die Soldaten, weil sie dich nicht eingeweiht hatten, doch sonst konntest du nichts tun. Das Edikt des Feuers. Mit den Lebensmitteln schwand auch die Moral und der Belagerungstrupp erkannte, dass der Feind diesen Zerbürgungskrieg gewinnen würde. Tunon ließ Kunde senden, dass Kairos Geduld am Ende war. Der Oberherr würde den Feind mit einem Edikt des Feuers strafen. Das Pergament wurde in einer schlanken Hülle aus graviertem Eisen überbracht. Darauf geschrieben standen die Worte eines Zaubers, der mächtig genug war, um die Vellum-Zitadelle zu zerstören. Du hattest die Wahl, wann du das Edikt vorlesen wolltest. Würdest du es bei Sonnenaufgang vorlesen, hätten deine Feinde keinerlei Vorwarnung, welche Zerstörung ihnen droht. Du könntest auch bis Sonnenuntergang warten und ihnen dadurch reichlich Zeit geben, um zu fliehen oder Reue zu zeigen. Das ist ja interessant. Puh. Okay, der Scharlachrote Chor sagt, er habe noch Spione in der Zitadelle. Oder keine Gnade. Wir haben jetzt einiges für den Chor gemacht. Schwierige Entscheidung. Ja, ich würde sagen, in diesem Falle zeigen wir mal keine Gnade. Das bringt uns wieder näher an die Geschmähten. Außerdem finde ich das in der Sache auch die bessere Lösung. Wir machen, ja, gut, wir machen schon Kompromisse manchmal. Wir lavieren uns schon irgendwie durch, wenn das für uns von Vorteil ist. Aber unser Vorteil ist nicht gleich der Vorteil des Scharlachroten Chors. Insofern ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man auch mal klare Kante und Stärke zeigt. Also, der Feind hatte keinerlei Vorwarnung. Der Chor beschwerte sich zwar, dass du seine Spione dem Untergang geweiht hattest, doch die Geschmähten lobten deine Entscheidung. Du verlasst das Edikt, als die neue Sonne hinter der Zitadelle aufging, die einen langen Schatten warf. Du warst die letzte Person, die diese Halle des Wissens im Augenblick vor der Zerstörung sah. Die Erde bebte und orange-rötliches Licht erstrahlte im Fundament der weitläufigen Zitadelle. Von unter der Bibliothek sprudelte ein Schwall Lava mit explosiver Wucht hervor. Er quoll aus den Fenstern und Mauerritzen und schmolz sich gnadenlos durch das umliegende Land. Die Magier erwachten inmitten von Rauch und Feuer. Für die meisten war es bereits zu spät. Nur eine Handvoll schockierter Magier flohen aus dem qualmenden Chaos. Das einmal ihre gewaltige Bibliotheksfestung war. Kairos Wille geschehe. Und hier wird uns nochmal die Macht von Kairos demonstriert. Kairos Armeen verließen schweigend die Zerstörung der Vellum-Zitadelle. Von diesem Tag an war die einst noble Zitadelle in den Stufen nur noch als brennende Bibliothek bekannt. Es war ein unbestreitbarer Verlust von Ressourcen, von Wissen, von Kultur und von Leben. Aber eine Botschaft war unmissverständlich gesendet worden. Der Oberherr duldet keinen Gehorsam. Okay. Damit haben wir die Eroberung abgeschlossen. Wir machen weiter. Wir schreiben das Jahr 431. Kairos Invasion hat jeglichen Widerstand in den Stufen gebrochen. Die jüngeren Königreiche, die Bastardstufe, die freien Städte, alle, die sich Kairos widersetzt haben, wurden im Krieg vernichtet oder haben kapituliert. Die zwei Armeen des Oberherrn, die Geschmähten und der Scharlachrote Chor, beherrschen nun unser Land. Aber unser Wille ist noch nicht gebrochen, nicht vollständig. Im Tal von Vendriens Brunnen
haben sich jene von uns, die sich weigern, vor Kairos das Knie zu beugen, zusammengetan, um dem Oberherrn zu trotzen. Wir haben einen Eid der Kapitulation gebrochen, den wir 2 Jahre zuvor geschworen hatten, und haben einen blutigen Aufstand angezettelt. Bei einem mitternächtlichen Überfall haben wir die Garnison der Geschmähten und des Scharlachroten Korps ermordet. Oha, also sie waren eidbrüchig. Die Hauptarmeen der Geschmähten und des Scharlachroten Korps sind in den gesamten Stufen verteilt. Sie verlagern Truppen nach Wenderins Brunnen, um den Widerstand niederzuschlagen, doch auch Monate später ist der Konflikt noch nicht entschieden. Die Archonten werden gelähmt durch Zwietracht und Meinungsverschiedenheiten. Wir warten geduldig ab, während sich unsere Botschaft des Aufstands immer weiter in den Stufen verbreitet. Der Oberherr ist nicht erfreut und Kairos hat nur eine einzige Botschaft für die Archonten: Vernichtet die Eidbrecher oder sterbt. Er verleiht diese Drohung durch ein Edikt Nachdruck, ein magisches Gebot, das alle im Tal töten kann, sollte der Befehl nicht erfüllt werden. Die Ehre, dieses Edikt zu verkünden, wird dir zuteil. Du reist über die Berge nach Wenderiens Brunnen, im Gepäck das Edikt des Oberherrn, um es vor den Archonten vorzutragen. Als du endlich die verschlungenen Gebirgspässe hinab in das Tal passiert hast, erzittert der Boden und Kairos Magie versiegelt den Weg hinter dir. Du bist mit Kairos Armeen und den Eidbrechern in Wenderiens Brunnen gefangen. Um zu überleben, musst du die Bedingungen des Edikts des Oberherrn erfüllen, auf welche Weise auch immer. Das ist natürlich jetzt eine perfide Situation. Das heißt, wir haften persönlich mit unserem Leben daran, dass das Ding jetzt erfolgreich ist, dass diese beiden Armeen sich einigen, dass der Gegner hier besiegt wird. Und das ist eine, wie ich finde, unglaublich gute, interessante Ausgangslage. Wow. Okay, da sind wir. Wir kommen an. Schicksalsbinder Waldo von Funkelstein, nehme ich an. Da spricht jemand mit uns. Das Tutorial brauchen wir jetzt erstmal nicht. Was hatte sie gesagt? Wir haben dich erwartet. Alles klar. Okay, liebe Leute. Aber alles Weitere, das beginnt dann in der nächsten Folge. Mehr erstmal nicht. War jetzt viel, viel Input. Jetzt geht's richtig los. Also, bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.